im Hamster-Simulator an. Hier ist das Programm. Und wir lassen den Hamster mal laufen. Man sieht, ihm wird fast schwindelig. Er muss halt an den einzelnen Stellen überprüfen. Ich lasse es mal nochmal laufen, ob links frei ist. Dazu dreht er sich hier immer links um und dann rechts um, also dreimal links um. Und an dieser Stelle jetzt links um, jetzt überprüft er es true und jetzt muss er sich nochmal links umdrehen, weil, wie wir ja gesehen haben, dieses links frei da abgeprüft wird und da abgeprüft wird.